mit Outlook, Aufgaben sammeln, büscheln und den Überblick nicht verlieren. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich bin hier in Outlook bei den Mails. Ich wechsle hier in Outlook zu den Aufgaben. Hier sind sie alle versammelt, die Aufgaben. Das ist eine Listenansicht und ich sehe hier heute, nächste Woche, nächsten Monat und alles, was rot ist, das wäre schon lange überfällig, bereits 10 Tage, also Outlook vergisst nicht. Aufgaben sind keine Termine, aber sie haben trotzdem eine Fälligkeit, denn irgendwann muss das Zeug ja erledigt sein. Ich hätte gerne eine andere Ansicht, nicht hier als Liste, sondern ich wechsle zum Kalender. Ich hätte gerne hier im Kalender gerade bei den entsprechenden Tagen die Ansicht, ob ich denn da noch etwas erledigen sollte. Im Kalender wechseln Sie hier zu Ansicht und bei der Ansicht auf tägliche Aufgabenliste, ich klicke auf Normal, dann erscheint hier unten eine kleine Zeile mit all den Aufgaben, die dann fällig sind. Ich gehe zur nächsten Woche und ich sehe hier am Dienstag, ist es an der Zeit, dass ich ein Telefonat führe. Ich kann hier draufklicken und hier die Fälligkeit anpassen, kein Datum oder Benutzer definiert oder hier sagen, das sei nun erledigt. Erledigen geht aber noch schneller. Wenn ich hier auf die Fahne klicke, ist es auch erledigt. Ich will nun auf verschiedene Arten Aufgaben erstellen. Wenn ich hier gerade im Kalender bin, schneller geht's nicht. Hier am Mittwoch wäre wieder eine Aufgabe fällig. Ich klicke hier hinein. Ich kann sofort schreiben, Reservation, Aula, Vortrag, Solar. Und sofort ist die Aufgabe erstellt an diesem Tag und bei der Aufgabenliste hinten wird sie aufgeführt. Normalerweise erstellt man aber Aufgaben hier bei den Aufgaben. Wenn ich hier schon bin, kann ich entweder Ctrl-N für neu oder eben hier oben neue Aufgabe erstellen. Es erscheint ein Fenster, es sieht immer alles blau aus bei Outlook. Das hier ist nun eine Aufgabe und ich definiere eine neue Aufgabe. Natürlich zuerst ein Betreff. Ergometer bereitstellen für Regatta-Training. Wann sollte denn das bereitgestellt werden? Ich sage, am Samstag hier ist das Training, also am 27. sollten die Ergometer bereitstehen, 27. Das Fälligkeitsdatum ist hier genau dasselbe. Haben wir schon begonnen oder habe ich schon begonnen mit dieser Arbeit? Bin ich schon dran? Ist es bereits erledigt? Natürlich, ich habe noch gar nicht begonnen. Wie wichtig ist das Ganze? Ich würde das mal auf normal stehen lassen. Und will ich denn noch eine Erinnerung zu diesem Termin einrichten? Jawohl, ich hätte gerne einen Tag davor, also am 26. morgen um 8 Uhr, eine Erinnerung, dass ich dann das mache. Und hier vielleicht noch kurz eine Bemerkung. Und nun speichere ich diese Aufgabe. Sofort erscheint sie hier in der Liste. Wenn ich eine Aufgabe bearbeiten will, mache ich hier auf die Aufgabe einen Doppelklick und das Fenster erscheint sofort wieder. Hier könnte man bei den Aufgaben auch noch weitere Details eintragen. Und hier kann ich wiederum sagen, ist es denn schon erledigt? Wie schätze ich den Gesamtaufwand ein in Stunden? Wie viele Stunden habe ich denn schon daran gearbeitet? Hatte ich bereits Reisekilometer oder gibt es da irgendwelche Abrechnungsinfo? Und speichern und schließen und das wurde wieder aktualisiert. Als Organisator kann ich auch Aufgaben anderen zuweisen, also hier Aufgabe zuweisen. Das Fenster verändert sich ein bisschen und ich kann hier bestimmen, wer sollte denn diese Aufgabe erledigen. Ich klicke mal hier drauf, ich schicke das einmal diesem Pirmin hier, klar, das bin ich wieder selber, aber ich schicke mal diese Aufgabe, das heißt, diese Aufgabe erscheint dann beim Kollegen in der Aufgabenliste und ich sehe, ob sie erledigt ist oder nicht. Und senden und ich habe die Aufgabe delegiert. Wenn ich hier draufklicke, Achtung,
Ja, natürlich, ich erhalte dann keine Erinnerung mehr, denn ich habe ja die Aufgabe delegiert. Die Erinnerung landet nun bei der Kollegin oder beim Kollegen. Okay? Hier in der Aufgabenliste steht nun bei dieser Aufgabe hier eine kleine Figur als Symbol, dass nicht ich mehr zuständig bin für diese Aufgabe, sondern eben jemand anders. Ich zeige ein paar Varianten, wie Aufgaben entstehen. Ich gehe zurück zur Mail-Ansicht. Ich habe hier eine Mail erhalten. Ich kann diese Mail auch packen und sofort hier unten auf das Aufgabensymbol tragen. Und sofort entsteht ein Aufgabenfenster, wo der Mailtext schon drin steht. Auch hier oben der Betreff ist schon drin. Ich kann nur noch einen Termin setzen und sagen, zum Beispiel nächsten Freitag sollte das erledigt sein und speichern. Das geht also wirklich schnell. Oder ich markiere in der Mail einen Textausschnitt, packe diesen Textausschnitt, fliege wiederum zum Aufgabensymbol, lasse los und schon wieder ist ein Aufgabenfenster entstanden mit meinem markierten Text. Hier oben schreibe ich noch einen Betreff hinein und speichern und schließen. Oder ich schwebe in der Mail-Ansicht über eine Mail, dann erscheint hier hinten immer diese Aufgabenfahne. Ich klicke drauf und schon ist das markiert hier in meinen Mails und als Aufgabe deponiert. Oder ich gehe zu den Personen, ich packe eine Person, denn ich will ihr eine Aufgabe zuteilen, packe sie auf das Aufgabensymbol und jetzt ist hier oben diese Person drin, wieder ein Betreff, worum geht's, und die Person erhält nicht nur eine Mail mit dieser Aufgabe, sondern die Aufgabe ist bei dieser Person auch in der Aufgabenliste eingetragen. Oder ich habe hier zu OneNote gewechselt, ich habe da noch etwas zu erledigen, Werkzeugkiste bereitstellen und ich will das ja nicht vergessen, also setze ich eine Outlook-Aufgabe oder eine Outlook-Fahne und bestimme hier, wann soll denn das erledigt sein. Ich gehe auf den Kalender und ich sage, hier am 28. sollte das erledigt sein. Und hier in der Bemerkung steht ein Link zurück zu OneNote. Also speichern. Hier ist die Fahne gesetzt. Und wenn ich es erledigt habe, kann ich hier auf die Fahne klicken. Dann erscheint ein Haken. Gut, das habe ich jetzt noch nicht erledigt. Deshalb klicke ich nochmals drauf. Dann kommt die Fahne wieder und selbstverständlich ist das nun in meinem Outlook aufzufinden bei den Aufgaben. Ich wechsle zu Outlook. Hier bei den Aufgaben steht Werkzeugkiste bereitstellen. Umgekehrt geht's auch. Ich habe hier eine Aufgabe Putzekipe organisieren. Das ist nach der Regatta. Ich mache hier einen Doppelklick darauf. Und ich will, dass diese Aufgabe auch in OneNote erscheint. Also gehe ich in Outlook hier beim Termin auf OneNote, wähle das Notizbuch aus, wähle im Notizbuch aus, worum es denn geht. Hier Regatta und bei der Regatta ist das hier beim Achtergap. Microsoft wechselt sofort ins OneNote und ich sehe hier, unten ist eine kleine Bemerkung erschienen mit dem Betreff dieser Aufgabe und die Fahne ist gesetzt. Also diese beiden Programme, die arbeiten wirklich eng zusammen. Ich gehe wieder zurück zu Outlook. Ich bin zurück bei der Aufgabenliste. Hier kann ich noch die Ansicht ändern. Ich möchte einmal die detaillierte Ansicht. Dann sehe ich alles, was bereits erledigt ist. Oder was ist denn noch aktiv? Oder welche Aufgabe habe ich anderen zugewiesen? Oder und so weiter. Ich stelle das wieder zurück auf Aufgabenliste, denn wenn ich ja eine Aufgabe zuweise, hätte ich gerne eine Meldung, wie weit denn diese Aufgabe fortgeschritten ist. Und hier fehlt die Statusmeldung. Ich mache hier einen Rechtsklick, Ansichtseinstellungen, Spalten. Hier fehlt noch der Status. Ich füge den Status hinzu und zwar hätte ich gerne den Status weiter oben, nach oben. Also
Dann sehe ich die Erinnerungszeit, wie ist der Zustand und wann wäre die Aufgabe fällig. Okay, und das erscheint nun hier als Spalte, die ist noch ein bisschen schmal geraten. Also hier sehe ich den Zustand der Aufgabe und wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter den Status ändert, dann sehe ich das, wenn ich die Aufgabe verteilt habe. Das war's.